Nach der diesjährigen Gemeinderatswahl wurde es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Bei der SPÖ herrscht neben der Freude über Gemeinden wie Schwechat, Herzogenburg oder Guntramsdorf auch Enttäuschung über Verluste wie in Amstetten oder wie der Neustadt. Sie werden verstehen, dass ich zu Beginn Danke sage den 11.200 Kandidatinnen und Kandidaten, den tausenden Funktionärinnen und Funktionären, die für diesen 26. Jänner in Niederösterreich gelaufen sind, um der Sozialdemokratie ein gutes Ergebnis zu ermöglichen. Und ich glaube, es ist unser Anliegen, auch hier einmal Danke zu sagen den Ehrenamtlichen, die heute nicht in einem Gemeinderat vertreten sind, sondern die das als Ehrenamt betreiben, um hier Demokratie in diesem Land möglich zu machen, sozialdemokratische Politik in den Gemeinden zu vertreten und die in Wirklichkeit einen guten Teil des Erfolges auch ausmachen in vielen Gemeinden, die wir heute noch zitieren dürfen. Aus Sicht der Sozialdemokraten sei es dennoch ein eher durchwachsener Wahlsonntag gewesen. Was für Folgen hat denn dieses Wahlergebnis für die SPÖ? Naja, dass wir jetzt genau analysieren, wo haben wir gut gearbeitet, das ist ja nachweisbar in den Gemeinden, wo wir den Bürgermeister mit absoluter Mehrheit gewonnen haben. Ich sage hier Schwächer natürlich als Highlight des Abends für uns, wo die Frau Bürgermeisterin Karin Bayer die absolute in Schwächert geholt hat. Natürlich auch die Wermutstropfen wie am Städten, wo wir uns überlegen müssen, neu aufzustellen und wo ich auch glaube, dass es Zeit ist zu analysieren, aber auch mit den Vorbereitungen für 2025 zu beginnen. Generell habe sich in den Gemeinden der Wunsch nach Stabilität durchgesetzt, analysierte der Chef des Niederösterreichischen Gemeindevertreterverbandes angesichts von nur 18 Mehrheitswechseln im Bundesland. Gezeigt habe sich zudem, dass interne Streitigkeiten ein sicherer Weg zum Misserfolg seien, so Dvorak. Ja, da muss man jetzt, glaube ich, mal Tabula Rasa machen. Dort, wo wir gestritten haben, dort, wo wir Personalentscheidungen zu spät im Streit oder gar nicht gesetzt haben, sind die Ergebnisse natürlich sehr, sehr schlecht geworden. Und ich glaube, da muss man auch jetzt intern klären, mit den Streitigkeiten aufzuhören, denn es ist beweisbar, dass wer streitet, verliert. SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kotschewa kündigte eine weitere Diskussion in der Landespolitik über das Wahlrecht an. Er übte einmal mehr Kritik am nichtamtlichen Stimmzettel. Es zeigt sich jetzt wieder über alle Parteigrenzen hinweg, dass es ein äußerst unbeliebtes und vor allem auch ein System ist, das in Wirklichkeit immer wieder zu Diskussionen führt. Wir haben jetzt am Montag in den Gemeinden die Vorzugsstimmenzettel ausgezählt. Es ist immer schwieriger, teilweise hängen 3, 4, 5 Vorzugsstimmen in einem Kuvert. Man muss beim Auszählen am Wahltag schon einmal extrem aufpassen, dass nicht aus einer Stimme auf einmal 3 oder 4 Stimmen werden, wenn man sie nicht sofort miteinander untrennbar verbindet. Wir finden eine Vielzahl an Vorzugsstimmen mit anderen Parteistimmen gemischt. Und das kann es ja weder im Sinne einer demokratischen Wahl noch im Sinne der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sein, dass eine Wahl nicht klar erkennbar ist, was der Wählerwille aussagt. Vorzugsstimmen ja, aber auf dem amtlichen Stimmzettel, dann ist es klar. Alles, was mit zusätzlich gedruckten Stimmzetteln ist, verwirrt den Wähler, die Wählerin und führt eigentlich auch unter den Ehrenamtlichen zu Ärger, im Übrigen über alle Parteigrenzen hinweg. Also auch Vertreter der Ehrenamtlichen in der ÖVP sind nicht glücklich über diesen Modus, weil sie natürlich dann auch die Leidtragenden in den Gemeindewahlbehörden sind.